Meditation für mich, um zu meiner inneren Kraft und Ruhe zu finden. Ich setze oder lege mich hin in eine ganz bequeme, entspannte Position. Tief und ruhig atme ich in meinen Bauch. Mit jedem Ausatmen gebe ich alles ab, was mich belastet. Alles Schwere fließt aus mir heraus. Ich gebe es ab an meinen Untergrund, an meinen Boden unter mir. Ich fühle, wie der Boden unter mir mich trägt, mich hält, mich stützt. Ich fühle, wie mein Körper sich mit ihm verbindet, wie viele, viele Wurzeln aus meinem Körper sich mit dem Boden unter mir verbinden. Ich spüre dieses sanfte Kribbeln. Alte Energien, Verbrauchtes fließt ab. Neue Kraft der Erde kommt zu mir. Erfüllt meinen Körper. Ich spüre, wie der Boden unter mir ganz weich und warm ist. Es fühlt sich an wie warmer, weicher Sand, von der Sonne angewärmt, nun seine Wärme an meinen ganzen Körper abgibt. Rings um mich herum fühle ich nun Licht, einen Wasserfall, eben aus diesem rosa Licht, der mich umgibt, der mich umhüllt, der mich abschirmt von der Außenwelt. Ich bin eingeschlossen in diesem weichen rosa Licht. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Ein Raum, geschützt von der Liebe. Ganz für mich. Und alles, was im Außen war, rückt nun in weite Ferne. Ich bin in mir, in meinem Raum der Liebe. Um mich herum fließt die Liebe und durchdringt mein ganzes Sein.
Atme diesen Duft der Liebe. Es riecht für mich wie Jasmin, wie Rosenblätter, so süß und sanft. Es berührt meinen ganzen Körper, durchdringt mein ganzes Sein. Ich sehe nun, wie sich ein weiterer Raum öffnet, wie ein Vorhang öffnet sich der rosa Schleier. Der rosa Wasserfall. Ich sehe dahinter eine Höhle, ein Eingang in eine andere Welt. Es ist eine hohe Höhle, eine hohe Welt, ein riesiger Raum. Offener, weiter Ort. Der Boden ist ganz mit Moos bedeckt und weichem Gras. Überall funkelt und glitzert es. Die Höhle wölbt sich über mir wie ein blauer Weiterhimmel. Dennoch weiß ich, es ist ein ganz geschützter Raum. Ich gehe weiter Schritt für Schritt, fühle dieses wunderbar weiche Moos unter meinen Füßen. Ich komme an eine große Lichtung. Es wird immer heller und heller. Ganz entspannt lasse ich meinen Blick über die Szene schweifen. Da sind so viele Tiere. Schmetterlinge. Ich sehe viele bunte Vögel, die singen. Ich sehe kleine Eichhörnchen. Und je mehr ich meinen Blick umherschweifen lasse, desto mehr Tiere kann ich sehen. Sie kommen alle näher zu mir heran. Ich sehe ihre großen, dunklen, wunderschönen Augen. Blaue Augen, die glitzern, wunderschön wie ein blauer See. All diese Augen sehen mich mit Liebe an. Sie tragen das Wissen der Welt in sich, das Wissen des ganzen Universums. Das Wissen, wer ich in Wahrheit bin. Ich sehe in ihren Augen mich selbst, meine wahre Essenz der Liebe. Ich kann sie fühlen in ihren Augen, sehe und
und fühle ich meine eigene Liebe. Jetzt, wo ich um mich herum so viel Liebe gesehen habe, wende ich meinen Blick nach vorn und sehe einen wunderschönen, riesengroßen Thron aus Gold, aus Licht, aus funkelnden Diamanten. Sehe, in der Mitte dieses Thrones sitzt eine Königin. Da sitzt eine Göttin von so strahlender Schönheit, dass ich es nicht beschreiben kann. Ich bin ganz erfasst von dieser Schönheit. Sie durchströmt meinen ganzen Körper mit Wärme und Licht und Liebe. Es ist einfach nur schön, diesen Anblick zu genießen. Mich nun ein, mich in ihrem Schoß niederzulassen. Sie hält mich in ihrem Schoß. Ich fühle die Geborgenheit, die ein Mutterschoß vermitteln kann. Dieses vollkommene Umhülltsein von Licht und Wärme, aber auch eine schützende Dunkelheit. Tief im Inneren bin ich geborgen, im Hellen wie im Dunkeln. Sind noch immer viele Tiere versammelt, die mich umhüllen mit ihrer Liebe und ihrer Zartheit, mit ihrer Kraft, mit ihrer Wildheit, mit allem, was ich in mir trage, mit allem, was mir im Außen begegnet. Und viele Engel und Lichtwesen
vervollständigen diesen Kreis. Sie leuchten und sie strahlen für mich, durchdringen mein ganzes Sein und lösen alle Schatten auf. Sie fließen einfach aus mir heraus. Sie verlassen meinen Körper, meine Seele und meinen Geist. Sie lösen sich einfach auf, werden immer kleiner, bis sie einfach weg sind. Und an ihre Stelle in meinem Körper, in meiner Seele, in meinem Geist, an ihre Stelle in meiner Aura treten viele kleine, glitzernde Lichtpunkte. Sie sehen aus wie Diamanten. Ganz und gar erfüllen sie mich, mein Sein, hüllen mich in Wärme, in Vertrauen, geben mir Sicherheit. Halten diesen Raum von Licht und Liebe. In mir aufrecht. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Immer. Jetzt. Genau in diesem Augenblick. Langsam richte ich mich auf. Ich sitze nun im Schoß der Königin, der Göttin. An meinem Rücken spüre ich ihren Bauch, ihre Brüste, ihr Herz. Das schlägt ruhig und kraftvoll, erfüllt meinen ganzen Körper. Er trägt mich, der Herzschlag der Liebe. Ich fühle im Rücken diese Kraft. Diese Stärke, dieses Licht, es fließt ganz und gar durch mich, von meinem Wurzelchakra hinauf zu meinem Sakralchakra. Zu meinem Solarplexus. Ich fühle diesen Ring aus Licht, der meinen ganzen Bauch, meinen ganzen Beckenraum umhüllt. Dieses Licht, das bewegt sich so schnell. Es ist ein wunderbarer Schutz. Und wird mich immer begleiten. Dieses Licht durchdringt meinen ganzen Körper und wird ihn dabei unterstützen, alles loszulassen, was dunkel ist,
es loszulassen aus meinen Darm, aus meinen Eierstöcken, aus meiner Gebärmutter, aus meiner Leber, aus all meinen Organen, die sich schwer und beladen anfühlen. Dieses Licht reinigt alles jetzt und immer. Jedem Augenblick. Und ich fühle, wie diese Kraft und diese Stärke auch weiter nach oben steigt, zu meinem Herzraum. Es umhüllt mein Herz. Dieses goldene Licht. Es umschließt es ganz. Dieses goldene Licht schmelzt nach und nach den Panzer hinweg, der mein Herz bisher umgeben hat. Schützen sollte. Ich danke diesem Panzer. Er hat mich beschützt. Er hat mich vor noch weiteren Schmerzen bewahrt. Doch nun ist diese Rüstung zu eng geworden, zu klein geworden für ein Herz, das wachsen möchte, das zu seiner wahren Größe heranreifen möchte. Und die Königin, sie zeigt mir dieses Herz. Es ist groß. Es ist viele Meter groß. Es schillert in goldenem Licht. Farben mit tausenden von goldenen Lichtpunkten. Das Herz ist weich und flauschig wie ein Fell. Es ist weich und nachgiebig und dennoch stark. Wie ein tosender Wasserfall. Dieses Herz braucht Platz, braucht Raum. Und deswegen kann der Panzer nun weichen. Das goldene Licht, das so schnell sich bewegt um meinen Herzraum, wird alles Dunkle fernhalten und dennoch wird nun genügend Raum sein, sich in Liebe auszudehnen. Fühle, wie dieses Licht nun noch weiter nach oben steigt, zu meinem Kehlchakra. Und dort alles hinwegspült, hinwegräumt, hinwegsprengt, was noch an alten Brocken da liegt. Die ich nicht schlucken konnte, die ich nicht schlucken wollte. All das räumt das Licht nun hinfort. Es ist alt. Es darf gehen und Platz machen für die klare Stimme der Liebe,
für die klare Stimme der Wahrheit, für die klare Stimme der Göttlichkeit. All das wird nun ganz leicht seinen Ausdruck finden. Das Licht wird ständig mein Kehlchakra umhüllen und reinigen. Alles alte Dunkle einfach hinwegspülen und alles, was in Wahrheit, Liebe, Klarheit und Göttlichkeit sich ausdrücken möchte, wird nun ganz leicht seinen Weg nach außen finden. Weiter fühle ich dieses Licht nach oben steigen. Es durchdringt auch meine Nase und meine Nebenhöhlen. Alles, was verstopft war, kann nun abfließen. Auch meine Ohren werden ganz frei. Und ich kann sie wieder hören. Die Töne der Liebe. Die Stimme der Liebe, die Stimme der Wahrheit. Hinter allem, was ich höre, werde ich nur noch die Stimme der Wahrheit hören, die Stimme der Liebe empfangen. Dieses Licht umhüllt auch meine Augen. Alles, was meine Augen gesehen haben und Schmerzen verursacht hat, wird nun in ein goldenes Fluidum eingehüllt. Alles wird weich. Alles wird klar. Alles ist gut, so wie es ist. Ich fühle, wie die Trockenheit, wie die Sandkörner meine Augen verlassen und stattdessen dieser goldene Feuchtigkeitsfilm meine Augen benetzt. Tau am Morgen, die Blumen benetzt und sie so mit lebensspendender Feuchtigkeit berührt. Und das Licht. Zu meinem dritten Auge und alle Gewitterwolken, alles Dunkle wird einfach hinweggespült, wie alte Kruste nun von mir entfernt werden, kann ich ganz deutlich fühlen, der Platz wird frei, ich sehe. Ich fühle, ich nehme wahr, was ist. Ganz klar kann ich mich erkennen. Ganz klar kann ich andere erkennen. Ganz klar fühle ich, dass die Essenz, die uns alle verbindet, die Liebe ist. Alle bitteren, bösen,
wütenden und traurigen Blicke auf mich und andere verschwinden nun in dem goldenen Licht der Liebe und Einheit. Ich fühle, wie dieses Licht nun auch aus meiner Schädeldecke dringt, mich anbindet an den Kosmos, an das ewig Göttliche, das ich immer schon in mir trage. Jetzt kann ich es auch fühlen. Und während mich das Licht und die Liebe der Göttin umhüllt, dieser göttliche Mutterschoß, der mich aufgenommen hat, der mich hält, der mich stützt, der mich trägt. Diese warme Säule in meinem Rücken, wie eine Feuerwand steht sie da, verbrennt alles hinter mir, was mir nicht mehr gut tut. Alle Vergangenheit, alle Verbindungen zu Menschen und anderen Wesen, die weder mir noch den anderen gut tun, werden nun alle verbrannt. Hinter mir ist eine klare Vergangenheit. Es ist alles nun in Licht und Liebe getaucht. Das Feuer der Transformation hat alles hinweggebrannt. Zurück bleibt die Asche, die nun zur Erde zurückkehrt, bereit, neuen Samen aufzunehmen und etwas Neues daraus wachsen zu lassen. Ich fühle, wie die Königin, die Göttin mich durchdringt, meinen ganzen Körper erfüllt und sie spricht zu mir. Herrsche in Liebe. Ich weiß, was das für mich heißt. Ich werde meine eigene Macht, meine eigene Kraft erkennen und aktivieren. Zum Wohle aller, zu meinem eigenen Wohle. Und so soll es sein. Ich sauge dieses ganze Licht, diese Kraft, dieses majestätische Sein ganz in mich auf, von meiner Wurzel bis in meine Haarspitzen spüre ich nun diese Kraft der Weiblichkeit, die Kraft der Göttlichkeit, der Königin, die Kraft des liebenden Herzens. Ich spüre noch den wohlwollenden Blick der Engel, der Lichtwesen, der Feen und der Elfen, den verbundenen Blick aller Tiere, begleitet haben. Dies nehme ich nun mit in meinem Herzen. Jetzt, wo ich zurückgleite, über die Wiese, über das Moos,
Wasservallvorhang, der sich wieder öffnet und mich wieder an meinen kleinen Sandstrand zurücklässt. Der Vorhang schließt sich hinter mir. Sehe ich nun, wie der Wasserfall niedriger und niedriger wird und meinen Blick wieder freigibt auf all das, was um mich herum ist. Ich stehe da in meiner Kraft, in meiner Ruhe. Wie eine kleine Glaskuppel ist die Säule aus Licht noch um mich herum. Wo ich auch hingehe und wo ich stehe, sie hüllt mich immer ein. Dieser warme Boden, er geht mit mir dahin, wo ich bin. Ich atme die frische Luft des Waldes. Ich höre das Singen der Vögel, wo auch immer ich hingehe. Diese Lichtsäule begleitet mich nun. Sie hüllt mich ein. Und wenn ich nun langsam zurückkomme, fühle ich meine Kraft und die Ruhe in mir. Dies bleibt nun immer bei mir. Und wenn immer ich tief in meinen Bauch atme, meine Füße auf dem Boden spüre, weiß ich, ich bin in der Ruhe und ich bin in der Ruhe.